Frau Merkel, ich habe Ihrer Rede zugehört. Ich muss gestehen, es war die einzige und erste Rede, der ich bisher zugehört habe, die Sie gehalten haben. Und muss sagen, ich hätte die Zeit besser verwenden können, als Sie hier abzusetzen. Ausblick. Meine Damen und Herren, wir hatten als AfD viele vernünftige Forderungen im Wahlkampf. Zwei Forderungen waren, Sie, also Angela Merkel, muss weg und er, also Heiko Maas, muss weg. Und wenn ich auf die Regierungsbank schaue, meine Damen und Herren, waren wir damit vollständig erfolgreich. Sie ist weg, gleichwohl nicht ganz, sondern wahrscheinlich nur woanders. Und er ist weg, aber zumindest aus seinem Amt entfernt und nicht mehr Justizminister. Abgeschafft werden. Wenn Sie von der FDP klatschen wollen, machen Sie es, da haben Sie keine Hemmung. Kein Wort, Herr Kaas, zu Hartz IV, was von Ihrer SPD installiert worden ist, mit dem es Millionen Arbeitnehmern ans Vermögen geht, Herr Kaas. Dazu hätten Sie reden müssen. Kein Wort, Herr Kaas, zu SPD-Aufsichtsräten namens Hohmann Dennert beispielsweise, die nach kurzer Zeit im Aufsichtsrat und VW-Abfindungen in Millionenhöhe kassiert haben. SPD, Herr Kaas. Kein Wort zu Ihrem Oberbürgermeister von Regensburg, der unter Korruptionsverdacht steht und sitzt er noch im Knast, weiß ich nicht, jedenfalls im Knast saß, Herr Kaas. Dazu hätten Sie reden müssen. Kein Wort, Herr Kaas, zu einem Herrn Taus und einem Herrn Edati, Herr Taas, mit dem Sie ja wohl gewissermaßen unter einer Decke steckt. Frau Barley, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie reden da mit einem zwielichtigen, dubiosen, internationalistischen Strippenzieher über die Zukunft unserer Demokratie, Frau Barley. Da hätte ich mir gewünscht, dass Sie die Inhalte dieses Gespräches und das Ziel dieses Gespräches einmal veröffentlicht hätten. Und Sie haben in Abrede gestellt, dass die AfD eine bürgerliche Partei sei. Dass Sie das in Abrede stellen, gestehe ich Ihnen zu. Dafür werden Sie ja bezahlt, im Endeffekt vom Steuerzahler und auch von Ihren Beitragszahlern. Aber Sie wissen natürlich genau, dass die AfD nicht nur keine bürgerliche Partei ist, sondern die einzige bürgerliche Partei in diesem Bundestag. Alles andere, was er sitzt, Herr Huben, und dazu zählen Sie auch, ist Sozialismus und Gleichmacherei im weitesten Sinne. Und zwar